Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Als ich vor einigen Wochen in Deutschland war, habe ich unter anderem eine Predigt gegeben, die mittlerweile auch auf der Internet in unserer Webseite zu finden ist, die sich mit der Aussage Jesu Christi befasst, wo er sagt, führe uns nicht in Versuchung. Und ich hatte klargestellt in dieser Predigt, was Christus damit gemeint hatte, auch im Hinblick darauf, dass ja Jakobus uns sagt, dass Gott niemanden versucht. Aber Christus hat ja noch mehr gesagt. Er hat nicht nur gesagt, führe uns nicht in Versuchung, sondern hat hinzugefügt, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was ist damit gemeint? Was hat Christus mit dieser Aussage gemeint? Erlöse uns oder errette uns oder befreie uns von dem Bösen. Nun, um dies zu erklären, müssen wir zunächst einmal feststellen, was böse ist. Denn wenn wir von dem Bösen errettet werden sollen, müssen wir zunächst einmal wissen, was überhaupt böse ist. Und ich möchte heute drei Kategorien von Dingen besprechen, die böse sind. Und die erste Kategorie ist vielleicht eine Überraschung für manche, die meinen, dass sie, also Menschen, die heute so leben, doch im Großen und Ganzen so ganz gut sind. Die Philosophie ist ja darauf aufgebaut, dass der Mensch gut ist und dass lediglich durch externe Einflüsse man vielleicht nicht mehr so ganz gut ist in gewisser Weise, aber man muss sich bloß darauf zurückbesinnen, was man eigentlich ist und dann läuft alles, wie halt es laufen sollte und man braucht lediglich seiner eigenen Gewissensüberzeugung zu folgen und dann ist alles schon okay. Nun, wir sind nicht daran interessiert, was uns Philosophen sagen, wir sind nicht daran interessiert, was uns religiöse Menschen sagen, unabhängig von dem, was die Bibel uns sagt. Wir sind lediglich daran interessiert, was uns die Bibel sagt. Und die Bibel sagt uns keineswegs, dass der Mensch von Natur aus gut ist. Die menschliche Natur, und wir müssen nachher auch besprechen, was man darunter zu verstehen hat, die ist keineswegs gut. Und die Bibel sagt das deutlich. Schauen wir uns einmal zunächst eine Stelle in Römer Kapitel 7 an. Römer Kapitel 7 und in Vers 18. Römer Kapitel 7 und Vers 18. Und da heißt es, dass Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, das Gute vollbringen kann ich nicht. Also der Apostel Paulus war davon überzeugt, dass er von sich aus das Gute nicht bewirken konnte, weil in ihm, von sich aus gesehen wiederum, nichts Gutes wohnte. Im alttestamentlichen Buch Jeremia, Jeremia Kapitel 17 und Vers 9, wird auch dies deutlich zum Ausdruck gebracht. Jeremia Kapitel 17 und Vers 9. Und da heißt es, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Nun, man kann auch übersetzen, es ist das Herz ein todkrankes Ding. Oder wie andere es haben, ein Ding, das mit Gott nicht im Einklang steht. Es ist in Gottes Augen krank. Es muss geheilt werden. Also von sich aus ist das Herz des Menschen ein trotziges Ding. Trotzig gegenüber Gott. Trotzig gegenüber Gottes Gesetz. Im ersten Buch Mose, Kapitel 8, lesen wir die Aussage Gottes. Und zwar in Vers 21. Das war nach der Flut. Und er sah die Reaktion von Noah und seiner Familie. Und gleichwohl sagt er hier Folgendes. Der Herr roch den lieblichen Geruch. Es war dies ein Opfer, das Noah Gott brachte, ein Dankbarkeitsopfer, dass er errettet worden war von der Flut. Und er sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist wichtig zu beachten. Er hat nicht gesagt, in dem Augenblick, wo der Mensch geboren wird, von Jugend auf. In Matthäus Kapitel 7,
lesen wir mehr über das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, dieses trotzige und verzagte Ding, von dem Jeremia gesprochen hat. Matthäus Kapitel 7 und Vers 11. Da sagt nämlich Jesus Christus wiederum sehr bedeutsam: Wenn nun ihr, er spricht also die Menschen an, die ihr doch böse seid. Und viele haben möglicherweise das nicht sehr gut aufgenommen, wie auch heute viele Menschen das nicht akzeptieren wollen, dass wir in Gottes Augen zunächst einmal böse sind. Dass in unserem Herzen böse Dinge sind. Dass Paulus, wie er sagt, verstand, dass in ihm nichts Gutes wohnte. Wenn also ihr, sagt Christus, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Und in der Parallelstelle im Buch Lukas wird sogar zum Ausdruck gebracht, dass das absolut Gute, was Gott willens ist, uns zu geben, ist der Heilige Geist. Und wie wir noch sehen werden, das ist die Möglichkeit, aus dem Bösen etwas Gutes zu machen. Aber Christus sagt hier zunächst einmal, von Natur aus sind wir böse. Nicht unbedingt, dass wir so geboren worden sind, aber das menschliche Herz ist zu dem Punkt gelangt, wo es böse ist von Jugend auf. Wir lesen auch in Matthäus Kapitel 12 und in Vers 34. Matthäus Kapitel 12 und Vers 34. Auch hier sagt Christus ohne alle Umschweife: Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes des Herz voll ist, des geht der Mund über. Und wenn unser Herz ein böses und verzagtes und trotziges Ding ist, dann wird aus unserem Herzen heraus auch etwas kommen, was nicht unbedingt gut ist. Und so sagt er in Matthäus Kapitel 15, und in Vers 19, Matthäus Kapitel 15 und Vers 19. In Vers 18 hat er wiederum wiederholt, was wir gerade gelesen haben: Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Und da sagt er in Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Also hier sehen wir, dass aus dem Herzen alle diese Dinge kommen, die nicht im Einklang stehen mit dem guten Gesetz Gottes. Wenn wir also zum Vater bitten, wie uns Christus dies sagt, uns von dem Bösen zu erlösen oder zu erretten oder zu befreien, dann geht es letztendlich darum, dass wir ihn bitten, dass er uns von unseren eigenen bösen, falschen, gottlosen Gedanken, Begierden, Gelüsten befreit. Und letztendlich kann dies nur dadurch geschehen, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gibt, der uns verwandelt, der uns verändert, der in uns ein neues Herz schafft. Ein Herz, das eben nicht mehr böse ist, sondern das eben gut und besser wird. Und schauen wir uns dies auch klar und deutlich in der Bibel an, wie dies hier beschrieben wird in Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10 und in Vers 22. Hebräer Kapitel 10 und Vers 22. Hier sagt Paulus: Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Also es geht darum, dass unser Herz, dieses trotzige, verzagte Ding, verändert werden muss, sodass aus unserem Herzen da nicht mehr diese bösen Dinge kommen, wie wir gelesen haben, sondern eben Dinge, die im Einklang stehen mit dem, was Gott sagt. In der Zukunft, wenn Jesus Christus zurückkommt, um hier auf Erden zu herrschen, wird dies eine Möglichkeit für alle Menschen sein. Heute ist das noch nicht der Fall. Heute beruft Gott ja nur einige, nur wenige. Man kann nicht zu Gott dem Vater kommen. Man kann nicht zu Jesus Christus kommen, es sei denn, wir werden dazu berufen. Und so lesen wir aber in der Zukunft, dass alle Menschen zum Heil berufen werden. In Jeremia Kapitel 3. Und achten wir nun darauf, was dazu notwendig ist. Jeremia Kapitel 3
und in Vers 17. Jeremia Kapitel 3 und Vers 17. Sondern zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen des Herrn Thron, und es werden sich dahin sammeln alle Heiden, um des Namens des Herrn willen zu Jerusalem, und sie werden nicht mehr wandeln nach ihrem verstockten und bösen Herzen. Also Gott sagt nach wie vor, dass heute der Mensch von Natur aus ein verstocktes und böses Herz hat, aber die Zeit wird kommen, wenn dies nicht mehr der Fall ist. Wie wird dies geschehen? Warum werden sie nicht mehr nach ihrem verstockten und bösen Herzen wandeln? Nun, weil eben eine Änderung erfolgen wird, eine Verwandlung sozusagen dieses Herzens. Schauen wir uns Hesekiel Kapitel 11 an. Hesekiel Kapitel 11, die Verse 19 und 20. Hesekiel Kapitel 11 und die Verse 19 und 20. Und hier sagt Gott, was er für alle Menschen tun wird, die willens sind, dieses Geschenk anzunehmen, wie er es heute bereits für die tun will, die er berufen hat, die er berufen will. Und wenn sie zu den Berufenen gehören, dann haben sie die Verpflichtung, dieses Geschenk Gottes, das er uns ihnen hier oder das er uns anbietet, anzunehmen. Und dann natürlich auch ihn in unserem Leben wirken zu lassen. Und so heißt es hier in Hesekiel Kapitel 11 und Vers 19. Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz, dieses trotzige, verzagte Herz, das wir heute noch haben, ich will das wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, ein Herz, das man ansprechen kann, das willens ist, auf das, was gesagt wird, zu reagieren. Und was wird das Resultat sein? Damit, Vers 20, sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Schauen Sie, es ist notwendig, dass wir von unserem bösen Herzen befreit werden. Wenn Christus sagt, erlöse uns von dem Bösen, dann meint er damit auch, befreie uns von unseren bösen Begierden, unserem bösen Herzen, das wir in uns tragen, und gib uns ein fleischernes Herz, das es ermöglicht, die Gebote Gottes zu halten. Aber es geht nicht nur darum, dass wir von unseren eigenen bösen Begierden befreit werden sollen, sondern wir sollen auch von den Einflüssen der Gesellschaft um uns herum befreit werden, von dieser gegenwärtigen Welt, in der wir leben. Die wird nämlich auch als böse beschrieben in der Bibel. Und wenn wir uns anschauen, was so in der Welt heute vor sich geht, dann dürfte das gar nicht so überraschend sein. Denn wir sehen sehr wenig von Gottes Wirken in dieser Welt. Bei den Menschen, selbst die das Gute vielleicht wollen, die wissen nicht, wie sie das Gute verbringen können. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von den Einflüssen dieser Welt beeinflussen lassen. Denn das ist sehr leicht, sehr einfach, wenn wir eben keine Acht geben. Und schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 15 an. 1. Korinther Kapitel 15 und in Vers 33. Paulus sagt hier schlicht und ergreifend, lasst euch nicht verführen. Nun, denken wir daran, dass Christus sagte, führe uns nicht in Versuchung. Nun, wir hatten erklärt in der letzten Predigt, dass Gott niemanden versucht, aber Satan kann uns versuchen. Satan kann uns zur Sünde versuchen. Und so sagt Paulus hier, lasst euch nicht versuchen. Gebt Satan keinen Raum, dass er euch versuchen könnte. Und was für eine Versuchung beschreibt er hier im Besonderen? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Oder wie andere Übersetzungen es auch haben, schlechter Umgang verdirbt guten Charakter. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von schlechtem Umgang verleiten lassen, Böses zu tun, zurückzukehren zu dem, was wir verlassen haben sollten. Das ist keine neue Anweisung, die Paulus hier gibt, das finden wir bereits schon im Alten Testament. Im 2. Buch Mose, Kapitel 23. 2. Buch Mose, Kapitel 23. Und lesen wir dort in Vers 2, denn Gott hat genau das Gleiche bereits schon den alten Israeliten gesagt, was er hier durch den Apostel Paulus uns heute sagt. In 2. Mose 23 und Vers 2, da sagt er, du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und von dem Rechten abweichst.
Schauen Sie, wir müssen ein für alle Mal verstehen, meine Damen und Herren, meine lieben Freunde, dass die Welt heute im Argen liegt. Dass die Menge nicht unbedingt das Richtige tut, das Richtige will. Deswegen ist auch die ganze Idee der Demokratie ein wenig problematisch. Nun, wir sind froh, dass wir die Demokratie haben, denn dadurch können wir unsere Glaubensüberzeugung auch vertreten. Aber wir dürfen niemals meinen, dass die Demokratie Gerechtigkeit bringen könnte. Denn die Menge, die ja nun durch ihre Massenabstimmungen bestimmt, wer zum Beispiel ein Land führen soll, die ist in den meisten Fällen verkehrt. Und Gott warnt uns hier, dass wir der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen sollen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verleiten lassen, das Böse zu tun, weil wir eben der Menge gefallen wollen. Das ist eine Versuchung. Und Paulus warnt uns davor, dass wir uns nicht von dem Teufel dahingehend versuchen lassen sollen. Im 1. Thessalonikerbrief im 5. Kapitel wird uns noch mehr gesagt, wie wir uns vor dem Bösen schützen müssen. Wie Gott uns vor dem Bösen befreien muss oder von dem Bösen befreien muss. Im 1. Thessalonicher Kapitel 5. 1. Thessalonicher Kapitel 5 und in Vers 22. Da lesen wir: Meidet das Böse. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Also wie auch immer auch das Böse, das was böse ist, uns konfrontieren mag, wir sollen es meiden. Wir sollen es meiden. Nicht nur sollen wir es meiden, sondern in Römer Kapitel 12, Vers 9 wird uns noch mehr gesagt. Römer Kapitel 12 und Vers 9. Da lesen wir: Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Und wir sollen es eben deshalb meiden, weil wir es hassen sollen. Und wenn wir es wirklich hassen, dann werden wir es meiden. Schauen Sie, alles dies hängt zusammen. Hasst das Böse, meidet es in jeder Gestalt. Also was immer in unserer Gesellschaft vor sich gehen mag, wenn es böse ist, und die Vermutung ist die, dass es böse ist, dann sollen wir es meiden. Dann sollen wir sogar hassen, was da geschieht. Keinerlei Anteil haben daran. Der Menge nicht zum Bösen folgen. Im Buch der Psalmen lesen wir etwas Ähnliches. In Psalm 34. Psalm 34. Und lesen wir Vers 15. Nun, wenn wir es meiden sollen, wenn wir es hassen sollen, dann gibt natürlich dieser Vers sehr viel Sinn. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Nun, schauen Sie, hier wird etwas sehr Bedeutsames gesagt. Etwas, was die Welt absolut nicht versteht. Denn die Welt kennt ja den Weg zum Frieden nicht, wie Paulus im Römerbrief sagt. Aber hier wird sogar noch mehr gesagt. Es heißt hier, von David ausgesprochen, ein Mann, der ein Mann war nach Gottes Herzen, der aber ein Problem hatte mit Kriegführung. Ein solches Problem, dass Gott ihm nicht erlaubt hat, den Tempel zu bauen, weil er ein Mann des Krieges war. Nun, es sieht so aus, dass er zu Ende seines Lebens erkannt hat, dass Krieg falsch ist. Und er sagt nämlich hier selber, unter Inspiration: Lass vom Bösen ab und tue Gutes. Und was definiert er nun als Gutes? Nun, jage dem Frieden nach. Also mit anderen Worten, Krieg wäre dann eben das Böse, von dem man ablassen soll. Und alle Rechtfertigung, die man heute so hört, man muss also Krieg führen, um den Frieden zu bringen, ist Unfug. Kein Krieg von Menschen geführt wird jemals dauernden Frieden bringen. Und die Menschheit heute hat dies im Großen und Ganzen noch nicht begriffen. Und deswegen kennt sie den Weg zum Frieden nicht. Also hasst das Böse, lasst ab vom Bösen, suchet das Gute, suchet den Frieden. Paulus sagt ja auch, soweit es an uns liegt, hab Frieden mit jedermann. Und manchmal kann man tun, was man will, und gleichwohl ist die andere Person nicht bereit, darauf einzugehen. Deswegen sagt er, soweit es an uns liegt, jagt dem Frieden nach.
Schauen wir, wie Hiob beschrieben wird. Im Buch Hiob, im ersten Kapitel. Nun, Hiob hatte einiges zu lernen. Und das ganze Buch Hiob zeigt ja, dass er eben selbstgerecht war und dass er eben seine Selbstgerechtigkeit erkennen und bereuen musste. Aber gleichwohl, was sein äußeres Erscheinungsbild anbelangt, da wird deutlich gesagt, wie Hiob lebte. Hiob Kapitel 1 und Vers 1. Da heißt es, es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Also das hat er in der Tat getan. Er mied das Böse. Er lebte nicht so, wie die Gesellschaft um ihn herum lebte. Er war willens, das Böse zu meiden, vom Bösen abzulassen, das Gute zu suchen, so wie er es verstand. Wenn wir also Gott bitten, wie uns Christus dies sagte, dass wir vom Bösen erlöst werden sollen, dass wir vom Bösen befreit werden sollen, dann bedeutet dies, dass Gott uns von den Einflüssen dieser bösen, gottfeindlichen Gesellschaft befreien soll. Von unseren eigenen Begierden, aber auch von den Einflüssen dieser Gesellschaft, die uns eben in Versuchung führen können, zu sündigen, gegen Gott zu sündigen. Schauen wir uns an, was Paulus im Galaterbrief sagt, in Galater Kapitel 1 und in Vers 4. Etwas, was auch heute sehr viele christlich denkenden Menschen nicht begreifen. Es gibt also Lieder in den USA, wo es heißt, dass dies Gottes Welt ist und dass es eine schöne Welt ist. Und dass es eine herrliche Welt ist. Und dass es eine gottesfürchtige Welt ist. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. In Galater Kapitel 1 lesen wir angefangen in Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden, Vers 4, dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Christus starb für uns, sodass wir errettet werden können, sodass wir erlöst werden können, sodass wir befreit werden können von dieser bösen, gegenwärtigen Welt. Denn dies ist nicht die Welt Gottes, wie wir noch sehen werden. Und so sagt er auch in 2. Timotheus, Kapitel 4, 2. Timotheus, Kapitel 4 und in Vers 18. Das war die Überzeugung, die Paulus hatte. Das ist die Überzeugung, die Sie und ich haben müssen. 2. Timotheus 4 und Vers 18. Der Herr wird mich erlösen von allem Übel. Er wird mich erretten von allem Bösen. Was immer das Böse auch sein mag. Er wird mich erlösen, er wird mich erretten von allem Übel, allem Bösen und er wird mich retten in sein himmlisches Reich. Das ist der Kontrast. Er wird mich erretten von dem Übel und er wird mich retten, sodass ich im Reich Gottes sein kann. Sein himmlisches Reich, ein Reich, das vom Himmel aus regiert werden wird, aber das hier auf Erden etabliert werden wird. Und so sagt er, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das war die Überzeugung, dass Gott in der Tat ihn erretten würde, weil er zu Gott gebetet hat. Errette mich von dem Übel. Errette mich von dem Bösen. In 2. Timotheus Kapitel 3. Angefangen in Vers 10. Er gibt hier ein wenig eine Erklärung darüber, warum er diese Überzeugung hatte. 2. Timotheus, Kapitel 3, angefangen Vers 10. Du aber, sagt er hier zu Timotheus, bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonien, in Lystra. Und welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allem hat mich der Herr erlöst. Aus all diesen Verfolgungen, aus all diesem Üblen, diesem Bösen, hat Gott den Paulus errettet. Aber dann sagt er etwas weiteres hier in Vers 12. Und alle, ohne Ausnahme, alle,
die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Deswegen, bevor man sich dazu entschließt, ein Christ zu werden, ein wirklicher, aufrichtiger Christ zu werden, soll man die Kosten überschlagen, wie Christus uns sagt. Herausfinden, ob wir wirklich genug haben, um diesen Weg bis ans Ende zu gehen. Es ist dies nicht immer ein angenehmer Weg, ein einfacher Weg. Alle, sagt Paulus hier, die fromm leben wollen in Christus Jesus, die müssen Verfolgung erleiden. Warum? Weil eben diese Welt nicht die Welt Gottes ist. Weil wir im Gegensatz stehen zu dem, was die Menge der Menschen will. Aber Gott sagt uns auch, ich werde euch erretten. Ich werde euch helfen. Ich werde euch erlösen von allem Übel, wenn ihr nicht das tun lassen wollt. Eine Warnung, aber auch ein Versprechen. Schauen wir uns nun eine Stelle im 2. Korintherbrief an. Im 2. Korinther, Kapitel 1. 2. Korinther, Kapitel 1 und in Vers 10. 2. Korinther, Kapitel 1 und Vers 10. Er sagte in Vers 9, dass er sein Vertrauen auf Gott setzt, der sogar die Toten auferweckt. Und auch das glaubte Paulus, und auch das müssen wir glauben. Und so sagt er hier in Vers 10, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Also schauen Sie, Paulus hatte bereits die Erfahrung gemacht, dass Gott ihn erretten würde aus Todesangst, offensichtlich aus etwas Bösem, aus etwas Üblem. Und er hatte die absolute Überzeugung, die Hoffnung, aber es war keine vage Hoffnung, es war eine auf Überzeugung beruhende Hoffnung, dass Gott ihn auch weiterhin erretten würde, aus allem Übel, wie er ja auch später im Timotheusbrief gesagt hat. Kehren wir zu 2. Timotheus Kapitel 4 zurück. 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 17. 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 17. Es heißt in Vers 16, dass bei seinem ersten Verhör ihm niemand beistand. Paulus war ganz allein. Alle hatten ihn verlassen. Er sagt, sie verließen mich alle. Es sei ihnen aber nicht zugerechnet. Eine ähnliche Bemerkung, wie Christus sagte, als er am Kreuz hing und sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also hier will er ihnen das nicht zurechnen, dass sie ihn alle verlassen haben. Aber er fährt jetzt fort, in Vers 17 zu sagen, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten, so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Also er wurde errettet, erlöst von dem Bösen. Mit dem Rachen des Löwen kann hier ein buchstäblicher Löwe gemeint sein. Vielfach wurden ja Christen in die römischen Arenen gebracht, um dort mit Löwen zu kämpfen, von Löwen zerfleischt zu werden. Es ist auch möglich, dass hier eine Anspielung besteht auf Nero, diesen Kaiser, der ja brutal und grausam Christen verfolgt hat. Wie auch immer, Paulus sagt hier, er wurde errettet von Gott, sogar aus dem Rachen des Löwen. Wie vielleicht auch eine Anspielung hier bestehen kann auf Daniel, der damals hier in die Löwengrube geworfen wurde, und er wurde auch errettet, damals buchstäblich, von den Rachen des Löwen oder der Löwen. In 2. Petrus Kapitel 2. 2. Petrus Kapitel 2 lesen wir eine weitere interessante Stelle in Vers 7. 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 7. Da heißt es, dass Gott, als er Sodom und Gomorra zerstörte, aufgrund ihrer Sünde. Und die haben natürlich, wie wir im Alten Testament lesen, der Sünde der Homosexualität gefrönt. Heute wird ja unter Sodomie etwas anderes verstanden, aber darum ging es eigentlich gar nicht mal. Im Alten Testament wird deutlich gemacht, dass es Homosexualität war, die die Menschen betrieben haben. Und das war der Grund, warum Gott Sodom und Gomorra zerstörte. Nun, das will heute keiner so richtig mehr wahrhaben.
Denn man lebt ja in dieser aufgeklärten Zivilisation und Gesellschaft und da geht ja alles. Alles ist ja erlaubt. Wie man auch leben will, das ist ja seine eigene persönliche Sache. Nun, Gott sieht das ganz anders. Lot damals sah das ganz anders. Und schauen Sie, was hier geschehen ist. In 2. Petrus Kapitel 2 wird es berichtet, in Vers 7. Er hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten. Nun, die lebten natürlich nicht nur allein in Homosexualität, die hatten andere böse Dinge getan. Aber er wurde hier von diesen schändlichen Leuten, wie es heißt, sehr geplagt. Er lebte natürlich in dieser Gesellschaft, vielleicht hätte er dort gar nicht leben sollen. Aber er lebte nun mal da. Aber es heißt, Gott hat ihn errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Das heißt in Vers 8, denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Aber Gott hat ihn errettet von dem Untergang Sodoms und Gomorras, wie wir die Erzählung kennen. Er hat ihn ja durch die zwei Engel aus dieser Stadt herausgeführt. Und seine Frau ging mit und seine beiden Töchter gingen mit. Die Schwiegersöhne meinten, das sei alles Unfug, die blieben dort. Und die Frau hat sich natürlich dann umgekehrt und wollte zurückgehen in diese Stadt und wurde dann zu einer Salzsäule, wie wir wissen. Auch hier sehen wir, wie Gott den gerechten Lot, weil er eben gerecht war, nicht perfekt, keineswegs, aber gerecht, so hat er ihn eben errettet von dem Bösen. Schauen wir uns einmal im alttestamentlichen Buch Jeremia eine weitere Stelle an, in Kapitel 20. Jeremia Kapitel 20 und in Vers 13. Jeremia Kapitel 20 und Vers 13. Was Paulus gesagt hat, wird hier reflektiert von dem, was Jeremia sagt. Er sagt, singet dem Herrn, rühmet dem Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Auch Jeremia war davon überzeugt, dass dies der Fall sein würde und auch in der Zukunft würde dies geschehen. Und wenn Christus uns sagt, dass wir den Vater bitten sollen, uns von dem Bösen zu erlösen, dann sagt er, dass wir den Vater bitten sollen, uns von dem Bösen, dem Üblen, der bösen Gesellschaft dieser Welt zu erretten, zu erlösen, Erlösung zu bringen, dass wir nicht teilhaben müssen an den üblen Einflüssen dieser Gesellschaft und an den Plagen, die Gott über diese üble Gesellschaft ausschütten wird, wie uns dies im Buch der Offenbarung klar und deutlich gesagt wird. Wir sollen eben niemals vergessen, sagt uns Christus, zu Gott darum zu beten, dass er uns von den üblen Einflüssen dieser Gesellschaft erlöst, sodass wir eben nicht teilhaben an dem, wie die Gesellschaft lebt. Schauen wir uns Psalm 140 an. Psalm 140, die Verse 1 bis 3. Psalm 140 und die Verse 1 bis 3. Ein Psalm Davids vorzusingen. Errette mich, Herr, von den bösen Menschen. Also, David hat dies gebetet. Christus sagt seinen Jüngern, wir sollen das Gleiche beten. Errette mich, Herr, von den bösen Menschen. Behüte mich vor den Gewalttätigen, die Böses planen in ihrem Herzen. Weil ihr Herz eben ein trotzig und verzagt Ding ist. Ein Herz, in dem nichts Böses, in dem nichts Gutes wohnt vielmehr. Die Böses planen in ihrem Herzen und die täglich Streit erregen. Kennen Sie Menschen, die täglich Streit erregen, die nicht glücklich sein können, wenn sie nicht irgendetwas haben, über das sie streiten können? David sagt, errette mich vor diesen Menschen. Denn er verstand, dass sie einen negativen Einfluss auf ihn ausüben könnten, wenn er einen zu engen Umgang mit denen haben würde. Schauen wir uns auch 2. Thessaloniker an. 2. Thessaloniker, Kapitel 3. Und natürlich, wenn Sie zu denen gehören, die täglich Streit erregen, dann geht es darum, dass Sie Ihre Haltung ändern. Dass Sie eben zu einem Menschen werden, der dem Frieden nachjagt und nicht dem Streit. 2. Thessaloniker,
Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch, und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Also hier war die Überzeugung, dass Gott eingreifen würde, dass er uns vor dem Bösen, vor den bösen Menschen bewahren würde, uns von denen erretten würde. Aber gleichwohl, sagt Paulus, wir müssen darum beten. Wir sollten niemals nachlässig werden in dieser Beziehung. Denn Satan, der weiß, wie er uns übervorteilen kann. Und so wollen wir uns nun den dritten Aspekt des Bösen anschauen, von dem wir erlöst werden müssen. Und das ist in der Tat Satan, der Teufel. Denn letztendlich ist er verantwortlich. Nicht im hundertprozentigen Sinne, aber in sehr großem Maße für den Zustand dieser Welt. Dafür, wie wir heute sind. Denn schauen Sie, wir müssen begreifen, dass uns Gott nicht so erschaffen hat, wie wir heute sind. Als Gott Adam und Eva erschuf, da hieß es, alles, was er erschaffen hatte, das war sehr gut. Also Gott hat nicht Adam und Eva mit einem bösen Herzen erschaffen. Denn wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte man nicht lesen können, dass er, nachdem er Adam und Eva erschaffen hatte, alles sehr gut befand. Adam und Eva hatten ein Herz erhalten, das sich entscheiden musste. Aber es war nicht ein böses Herz, als sie erschaffen worden sind. Und so lesen wir auch etwas sehr Bedeutsames im Buch Prediger. Im Buch Prediger, Kapitel 7. Und in Vers 29. Prediger, Kapitel 7 und Vers 29. Und hier sagt Salomo, der Prediger, etwas sehr Fundamentales. Er sagt, schau, allein das habe ich gefunden. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, aber sie suchen viele Künste. Sie suchen viele Künste, oder wie man auch übersetzen kann, sie planen Gemeines. Sie planen Niederträchtiges. Warum tun sie das? Welchem Einfluss folgen sie, um etwas Gemeines, um etwas Niederträchtiges zu planen, um diese vielen Künste zu suchen? Nun, in 2. Timotheus Kapitel 2 wird uns eine Antwort gegeben. 2. Timotheus Kapitel 2. Und fangen wir in Vers 24 zu lesen an. Und ich lese die Verse 24 bis 26. 2. Timotheus Kapitel 2, angefangen in Vers 24. Ein Knecht des Herrn soll aber nicht streitsüchtig sein. Wir hatten ja bereits gelesen. Wir sollen ja von denen errettet werden, die täglich Streit führen. So sollen wir natürlich, wenn wir Knechte, wenn wir Diener des Herrn sind, nicht streitsüchtig sein, sondern wir sollen freundlich sein gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann. Schauen Sie, wir haben ja gelesen, dass alle, die fromm in Christus Jesus leben werden, die werden Verfolgung erleiden, die werden Böses erleiden. Wir müssen also willens sein, das Böse zu ertragen. Nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen, sondern, wie Christus es uns gelehrt hat, als er gescholten wurde, nicht wieder schalt. Nun, das ist für viele nicht einfach. Es ist dies ein Erfordernis, das wir als Christen beherzigen müssen. Er sagt hier, wir sollen also willens sein, Böses zu ertragen, Vers 25, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott vielleicht Buße oder Reue gebe. Schauen Sie, Reue kommt von Gott. Wir müssen sie annehmen. Aber wir können nicht Reue in uns selbst erwirken, wenn sie nicht von Gott kommt. Gesinnesänderung kommt dadurch, dass, wie wir gelesen haben, Gott uns ein neues Herz gibt. Dass er uns ein fleischernes Herz gibt, dass er uns das steinerne Herz wegnimmt. So sollen wir also zu Gott beten, dass er uns und anderen Reue gibt, wenn dies seinem Willen entspricht. Er sagt also hier, ob ihnen Gott vielleicht Reue, wie es heißen sollte, gebe, eine Sinnesänderung, die Wahrheit zu erkennen,
Nun schauen Sie Vers 26 wieder, nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem Sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Haben Sie das gewusst, dass die Menschen dieser Welt heute sich in der Verstrickung des Teufels befinden, von ihm gefangen genommen worden sind, um seinen Willen zu tun? Daran liegt es, dass die Gesellschaft heute in der Situation sich befindet, in der sie heute ist, weil sie unwissentlich vielleicht dem Teufel folgen. Die meisten Menschen heute glauben gar nicht mehr an einen Teufel, die denken gar nicht daran, dass es überhaupt einen Teufel gibt. Und weil eben diese Ignoranz herrscht, hat der Teufel sehr leichtes Spiel. Ich habe vor vielen Jahren einmal eine sehr bedeutsame Aussage gelesen von Franz Alt, der einmal schrieb, der beste Trick des Teufels ist der, dass er die Menschen überzeugt hat, dass es ihn gar nicht gibt. Sie können keinen Feind bekämpfen, wenn sie noch nicht einmal in die Existenz des Feindes glauben. Nein, der Teufel hat laut Bibel die Welt in seinen Klauen. Er verführt die Menschen dazu, seinen Willen zu tun. In Johannes Kapitel 17 lesen wir, was Jesus Christus zu Gott dem Vater gebetet hat, im Garten Gethsemane, kurz vor seiner illegalen Verhaftung. Denn alles das, was Christus erlebte, war ja illegal. Die Verhaftung war illegal, das gesamte Verhör in Anführungszeichen war illegal, natürlich seine Verurteilung war illegal, und seine Kreuzigung, sein Tod waren illegal. Und zwar meine ich jetzt illegal, sogar im Hinblick auf das jüdische Gesetz. Was getan war und getan wurde an Christus, war nichts weiter als ein Justizmord. Offensichtlich brutal. Und ich habe in einer letzten auf Posten stehenden Sendung dies deutlich gemacht. Aber hier sagt er kurz vor seiner Verhaftung in Johannes Kapitel 17 und in Vers 15. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Also Christus hat Gott, den Vater, nicht darum gebeten, dass er seine Jünger da irgendwie auf einen vielleicht hohen Berg da versetzt, sodass sie keinen Umgang mehr haben mit den Menschen dieser Welt. Darum ging es ja nicht, darum geht es auch heute nicht. Die Idee, dass man sich in ein Kloster zurückzieht, um dort fern von der Welt zu leben, ist nicht das, was Christus hier beabsichtigt. Er sagt, ich habe dich nicht darum gebeten, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Inklusive vor Satan, dem Teufel, der ja diese Welt beherrscht. Christus sendet uns in diese Welt, um der Welt Zeugnis zu geben von dem Bösen und natürlich, was auch weit was wichtiger ist, von dem Guten, von dem Reich Gottes, das kommen wird, das Christus hier auf Erden errichten wird, wenn er zurückkehrt. Und dann wird das Böse nicht mehr existieren. Dann wird Satan nicht mehr in der Lage sein, Menschen zu verführen. Also die Zeit ist aber noch nicht gekommen. Und so sagt er, er hat uns noch zur Zeit noch nicht herausgenommen aus dieser Welt. Und wir werden niemals aus der Welt in dem Sinne herausgenommen werden, aber die Welt wird verwandelt werden, wenn Christus zurückkommt. In 2. Thessaloniker Kapitel 3. 2. Thessaloniker Kapitel 3. Lesen wir Vers 3. Die Stelle hatten wir eben schon gelesen, aber ich möchte sie noch einmal lesen. Jetzt im Hinblick auf den Einfluss Satans. Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Christus, Gott der Vater, die werden uns stärken und bewahren vor Satan. Wenn wir Gott dies erlauben. Dass es wirklich hier um Satan geht, zumindest mit um Satan geht, finden wir auch in 1. Johannes bestätigt. In 1. Johannes Kapitel 3 und in Vers 8. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 8. Da sagt nämlich Johannes schlicht und ergreifend, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Es war ja der Teufel, der Adam und Eva verführte oder genau genommen Eva verführte, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Und dann gab Eva dem Adam davon. Der Adam war nicht verführt worden von Satan oder Eva. Der nahm es trotzdem. Die aßen beide. Der Teufel sündigte natürlich. Er war ja Luzifer, der ja zum Teufel wurde, weil er sich gegen Gott auflehnte, gegen ihn rebellierte. Und er sündigte, indem er die Menschen dazu versuchte, oder zumindest Eva zunächst einmal, gegen Gott ungehorsam zu sein.
Aber schauen Sie, hier sagt Johannes, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Nun, die meisten Menschen heute glauben weder an Sünde noch an den Teufel. Die denken gar nicht mehr daran, dass es überhaupt so etwas wie Sünde gibt. Und Sünde ist definiert in der Bibel als die Übertretung des Gesetzes Gottes. Als Gesetzlosigkeit. Menschen, die leben, als ob es gar kein Gesetz gäbe. Und ich spreche jetzt nicht vom menschlichen Gesetz, ich spreche vom Gesetz Gottes. Und wenn sie dies tun, dann gehören sie dem Teufel an. Der, wie ich sagte, die Welt in den Klauen hält. Der die Menschen, wie wir gelesen haben, gekidnappt hat sozusagen. Gefangen genommen hat, seinen Willen zu tun. Und so sagt er hier, wer Sünde tut, der ist vom Teufel, der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und zunächst einmal dadurch, dass er uns erlöst von dem Teufel, von seinen Einflüsterungen, von seinen Machenschaften. Und letztendlich geht es darum, dass wir in Römer Kapitel 16 und Vers 20 diese ermunternde und absolut wunderbare Aussage lesen. Römer Kapitel 16 und Vers 20, die Hoffnung, die Überzeugung, die wir alle haben müssen, wenn wir in dieser Welt als Christen leben wollen. Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Schauen Sie, was hier gesagt wird. Es ist der Gott des Friedens, nicht des Krieges, des Friedens. Der will, dass wir in Frieden leben. Um dies zu können, muss er natürlich den Einfluss, den die Gesellschaft auf uns hat, den Einfluss, den Satan auf uns hat, den Einfluss, den unsere eigenen Begierden auf uns haben, abschaffen. Er muss uns davon befreien. Und so wird er den Satan unter eure Füße treten. Wir sind es, die Satan überwinden müssen. Aber nur können wir dies, wenn Gott uns dabei hilft. Er wird den Satan unter eure Füße treten und nicht in vielen, vielen Jahren, in Kürze. Baldigst. Soweit wir eben willens sind, Gott in unserem Leben wirken zu lassen. Schauen Sie, was der Auftrag war, den Jesus Christus dem Apostel Paulus gab. Der Apostel Paulus, der war ja in den Klauen Satans befangen. Der war ja, als er eben noch Saulus war, derjenige, der ausging in Zorn, um die Christen zu vernichten. Aber dann hat auf eine übernatürliche Weise Christus Paulus offenbart, was er wirklich tun sollte mit seinem Leben. Und das hat Paulus auch nie vergessen, auf seiner Straße nach Damaskus, als alles dies geschah. In Apostelgeschichte Kapitel 26. Apostelgeschichte 26, die Verse 17 und 18. Da hat er erkannt, dass er ein total nutzloses Leben geführt hatte. Dass er sein Leben vergeudet hatte. Aber jetzt war er willens, sein Leben in die Hand Jesu Christi zu geben. Und Jesu Christi Auftrag an ihn zu erfüllen. Apostelgeschichte 26, angefangen in Vers 17. Das ist nämlich das, was Christus ihm sagte. Ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Alle die Menschen, zu denen Paulus gesendet werden würde, die befanden sich nach wie vor in der Gewalt Satans. Aber Paulus hatte den Auftrag, ihnen die Augen zu öffnen. Und diejenigen, die ihre Augen öffnen wollten, die würden es auch tun und die würden sich dann bekehren von der Gewalt Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen. Zunächst einmal müssen sie ja die Wahrheit erkennen, um dann aufgrund der Wahrheit ihre Sünden bereuen zu können. Und dann würden sie Vergebung der Sünden empfangen. Und letztendlich das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Wenn wir an Christus glauben, wenn wir an Gott glauben, an den wahren Gott, dann sind wir geheiligt, dann sind wir ausgesondert aus dieser Welt. Dann befinden wir uns in einer anderen, unterschiedlichen Kategorie. Und so werden wir letztendlich das Erbteil erhalten. Wir sollen ja das Königreich Gottes ererben, wie es heißt. Wir sollen ja das Heil ererben. Und wir werden dies tun, wenn wir eben diesem Prozess Folge leisten. Denken wir daran, der Satan, der ist immer noch da, der läuft herum wie ein brüllender Löwe, zu sehen, wen er verschlingen kann. Und wir müssen uns natürlich darauf vorsehen. Wir dürfen nicht nachlässig sein, wir dürfen nicht meinen, dass wir stärker sind als Satan, dass wir
das ignorieren können, was Gott uns sagt in seinem Wort. Wenn Christus uns sagt, dass wir zu Gott, dem Vater, täglich beten sollen, erlöse uns von dem Bösen, dann hat er dies auch so gemeint. Und dann sollten wir auch das tun. Es ist nicht etwas, was so automatisch kommt. Gott will, dass wir uns bewusst werden, immer wieder bewusst sind, wie sehr wir Gott brauchen, wie sehr wir Gottes Hilfe brauchen, dass er uns erlöst von den üblen Machenschaften dieser Welt, von unseren eigenen Begierden und von Satan, dem Teufel, der letztendlich ist derjenige ist, der in uns diese Natur geschaffen hat, die wir heute haben. Wie ich sagte, wir werden quasi neutral geboren als ein Baby, aber dann kommt Satan schon und sieht zu, dass er seine Natur, seine Ideen in uns pflanzt. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir Rebellion keinen Raum geben. Selbst in kleinen Kindern bereits. Eltern können schon erkennen, wenn Kinder aus Rebellion handeln. Rebellion kommt von Satan, sie kommt niemals von Gott. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir dem nicht dann nachlässig gegenüber sind. Gott ist da, um uns zu helfen. Gott hat uns versprochen, uns zu helfen. Wenn wir aufgrund unserer eigenen Machenschaften in eine Situation gelangt sind, in die wir vielleicht nicht hätten gelangen sollen, aber aufgrund unserer Begierden, aufgrund der Tatsache, dass wir nicht sorgfältig genug waren, dem Bösen zu widerstehen, befinden wir uns jetzt in einer üblen Situation. Selbst dann sagt uns Gott, will ich euch erlösen aus dieser Situation, wenn ihr daran glaubt, wenn ihr meine Hilfe wollt. Schauen wir uns dieses Versprechen an, in 1. Korinther, Kapitel 10. 1. Korinther, Kapitel 10. Und in Vers 13. 1. Korinther, Kapitel 10 und Vers 13. Da sagt Paulus, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Nun, wie ich in der letzten Predigt ausgeführt habe, das Wort Versuchung, sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen, also sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, kann Versuchung bedeuten, Versuchung zur Sünde. Es kann sich aber auch auf eine Prüfung beziehen. Und natürlich sagt Gott, dass wir ihn darum bitten sollen, uns nicht in eine solche harte, schwierige Prüfung zu bringen, die vielleicht zu schwer für uns sein könnte zu ertragen. Aber er sagt hier, bisher hat euch nur menschliche Versuchung oder eine menschliche Prüfung, eine starke, vielleicht sehr unangenehme Prüfung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt oder prüfen lässt über eure Kraft. Mit anderen Worten, wenn wir uns in einer Versuchung befinden, in einer Versuchung zu sündigen oder in einer so schweren Prüfung, dass wir meinen, wir könnten sie nicht ertragen. Es gibt ein berühmtes Lied, das Elvis Presley vor vielen Jahren gesungen hat. Now you gave me a mountain. Mit anderen Worten, jetzt hast du mir einen Berg gegeben. Bislang habe ich die Hügel bezwingen können, aber jetzt hast du mir einen Berg gegeben, den kann ich nicht mehr bezwingen. Wir müssen die Überzeugung haben, dass es keine Prüfung geben wird in unserem Leben, die wir nicht meistern können. Nicht aufgrund von unserer eigenen Stärke, sondern aufgrund der Tatsache, dass Gott in uns wirkt. Und so lesen wir hier, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt oder prüfen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung, die Prüfung, so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Nun, in vielen Übersetzungen geht es hier darum, dass es heißt hier, sondern der uns einen Weg gibt, dass wir aus der Versuchung oder aus der Prüfung herauskommen können. Erlöse uns von dem Bösen, wie Jesus sagt. Wir müssen diese Überzeugung haben. Und wir können sie haben, wenn Gott wirklich in uns wirkt und wenn wir Gott in uns wirken lassen. Und das gibt uns ungeheure Ermutigung, oder sollte es uns geben. Wenn Paulus die Überzeugung hatte, dass es nichts geben wird, aus dem Gott uns nicht erretten kann und erretten wird, egal was für eine Prüfung wir durchmachen mögen. Natürlich müssen wir unseren Teil tun. Aber schauen wir uns in 2. Petrus Kapitel 2 an, was Petrus sagt. 2. Petrus Kapitel 2 und in Vers 9. 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 9. Nachdem
Petrus darüber gesprochen hat, dass er den Lot aus der Gemeinschaft der Sodomiter erlöst hat. So sagt er in Vers 9 ganz allgemein: Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Der weiß, wie er es zu tun hat, aus der Versuchung, aus der großen, starken Prüfung zu erretten. Er ist willens, dies zu tun. Er weiß, wie er es zu tun hat, aber wir müssen natürlich ihn gewähren lassen. Und er weiß aber auch, wie es heißt, die Ungerechten festzuhalten für den Tag des Gerichtes, um sie zu strafen. Heute meinen manche, die sich zum Christentum bekennen, dass Gott nicht mehr straft. Gott straft, wen er lieb hat. Lesen wir im Buch Hebräer. Lesen wir im Buch der Offenbarung. Ich frage mich, solche Menschen, die solche dümmlichen Aussagen von sich geben, was für eine Bibel lesen die eigentlich? Was glauben die eigentlich? Merken sie nicht selbst, wie total sie sich von Gott abgewendet haben mit ihren irrtümlichen, dümmlichen Aussagen? Gott weiß, wie es hier heißt, die Ungerechten für den Tag des Gerichtes zu bewahren, um sie zu strafen. Es ist unglaublich, was manche Menschen, die sich zum Christentum bekennen, für absolut blödsinnige Auffassungen vertreten. Aber schauen wir uns einmal an, was hier in Hebräer Kapitel 4 geschrieben steht. Hebräer Kapitel 4. Und in Vers 15. Schauen Sie, das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zuversicht, das ist unsere Überzeugung, das ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens, der ja von uns fordert, dass wir dem Bösen widerstehen. Und wir können es mit Gottes Hilfe. Und hier wird uns gezeigt, wie. Hebräer Kapitel 4 und Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem. Wie wir, doch ohne Sünde. Schauen Sie, Christus war ein Mensch. Und er wurde von daher versucht. Nun, Gott kann nicht versucht werden als ein Geistwesen, aber Christus wurde Mensch. Er wurde ja ein Fleischwesen, ein Wesen aus Fleisch und Blut. So wurde er versucht. Zur Sünde von Satan. 40 Tage, 40 Nächte in der Wüste. Aber er widerstand der Versuchung. Und er blieb ohne Sünde. Hat niemals gesündigt. Und so heißt es, und er kann uns helfen. Er kann mitleiden mit uns. Er hat alles an seinem eigenen Leibe erfahren, wie es ist. Und wenn wir ihn gewähren lassen, können auch wir der Versuchung widerstehen. Und es kann natürlich sich auch hier auf schwere Prüfungen beziehen. Christus hatte schwere Prüfungen durchzumachen. Auch da hat er niemals gesündigt, aber er hat unter diesen Prüfungen gelitten. Und so kann er heute mit uns leiden, wenn wir dieselben Prüfungen durchmachen. Und kann uns helfen, nicht zu sündigen, wie er selbst durch die Kraft des Heiligen Geistes von Gott dem Vater befähigt worden war, nicht zu sündigen. So lesen wir auch im Abschluss dann noch Hebräer Kapitel 2. Und in Vers 18, Hebräer Kapitel 2 und Vers 18, und denken wir daran, wenn wir durch schwere Prüfungen gehen, denken wir daran, wenn wir durch Versuchungen gehen, dass Christus uns gesagt hat, dass wir zu Gott dem Vater beten sollen, erlöse uns, errette uns, befreie uns von dem Bösen, von unseren eigenen Begierden, von der Gesellschaft um uns herum und von Satan, dem Teufel. Und so heißt es hier in Vers 18 in Hebräer Kapitel 2, denn worin er selber gelitten hat, er hat vieles erfahren von den Menschen um ihn herum, von Satan, dem Teufel. Und er kam ja sogar auch, wie es heißt im Römerbrief, in sündiges Fleisch. Er hatte auch menschliche Natur durch Maria, aber er musste die überwinden. Und er hat es auch getan. Er hat niemals gesündigt. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und das ist die wunderbare Nachricht, die uns Gott hier gibt. Christus kann uns helfen. Christus wird uns helfen. Aber wir müssen ihn natürlich auch in unserem Leben wirken lassen. Und wenn wir es tun, dann hat die Aufforderung an Gott, das Gebet an Gott, uns aus allem Bösen zu erretten, eine weitaus wichtigere Dimension bekommen, als wir vielleicht vorher uns dies überlegt haben. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.